Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um ein Forstner-Bohrer-Set, genau genommen um das PHB 3A2 von Parkside. Wie ihr an A2 schon seht, gab es da schon mal einen Vorgänger. Wenn dich das Thema hier interessiert, dann musst du kurz dranbleiben. Ja, von Zeit zu Zeit bringt Lidl immer wieder Forstner-Bohrer und andere Bohrer in den Handel. So liegen jetzt auch wieder diese Forstner-Bohrer hier in den Filialen aus. Wie ich eben schon eingangs erwähnt hatte, A2 steht immer dafür, dass es jetzt schon mal die zweite Version ist. Man hat ein paar Änderungen vorgenommen. So hat man hier zum Beispiel eine kleine Schatulle spendiert, wo die Bohrer dann hineinkommen, dass wir die schön in der Schublade verstauen können. Manche von euch haben ja vielleicht auch einen Bohrerschrank, wo man die dann reintut, dann fällt das natürlich wieder weg. Aber ich denke mal, so ein kleines Schächtelchen kann man immer gebrauchen. Wir haben hier ein fünfteiliges Set, da wurde jetzt die Schachtel nicht mitgezählt. Man hätte auch sechsteilig sicherlich draufschreiben können, macht man ja auch manchmal. Wir haben hier die Durchmesser 15, 20, 25, 30 und 35 mm zur Verfügung. Die Bohrer sehen so aus. Die sind aus Carbonstahl gefertigt, haben also eine gewisse Härte. Kosten tut das Ganze derzeit in den Filialen unter 4 Euro. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr bekommt hier 5 Forstner Bohrer inklusive Aufbewahrungsbox für unter 4 Euro. Online ist der Preis, glaube ich, ein bisschen höher. Das heißt, so wie die in der Filiale dann verschwunden sind, werden die online dann etwas teurer angeboten. Ich glaube, da liegt der Preis derzeit 7 Euro. Ich habe euch die Bohrer natürlich unten auch verlinkt, dann könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis abrufen. Die Preise variieren ja immer mal hoch, mal ein bisschen runter, um den tagesaktuellen Preis dann zu erfahren. Einfach dem Link folgen, dort könnt ihr euch die Bohrer dann natürlich auch bestellen. Ja, packen wir es mal aus, gucken wir es uns mal an. Ja, so sieht die Aufbewahrungsbox dann ausgepackt aus. Ihr seht schon, da sind dann draußen sogar nochmal aufgedruckt, welche Bohrer hier enthalten sind, damit man da dann auch genau weiß, was drin ist. Ich fände es allerdings besser, wenn man das hier so ein bisschen farblich auch absetzen würde. Wenn man die Umrandung hier vielleicht dann weiß gestalten würde, dann würde man das auch in der Schublade dann sicherlich besser finden können. Ansonsten hier eine ganz normale Hartplastikbox. Machen wir die mal auf. Die hat sogar hier Ablagefüße oben und unten. Das heißt, die steht hier nicht direkt auf dem Eingravierten auf, sondern tatsächlich auf den jeweiligen Füßen. Ob man das jetzt haben muss, weiß ich nicht. Die Bohrer selbst sind hier schön einsortiert. Ihr seht das, die sind hier in so Vertiefungen eingepresst. Das heißt, die bleiben auch an Ort und Stelle, auch wenn ihr das Ganze mal so ein bisschen hin und her schmeißt. Ihr seht, hier hat sich nur eine einzige Schutzkappe gelöst während des Transportes. Na gut, die ersten beiden sind auch ein bisschen lose. Aber ich denke, das kann man verkraften. Wenn ihr damit normal umgeht, dann passiert sowas natürlich nicht. Wenn wir jetzt hier einen entnehmen wollen, ich nehme hier den 30er raus. Dann können wir uns das Ganze mal etwas genauer angucken. So sieht das Ganze gefertigt aus. Wie gesagt, das passt in alle Bohrmaschinen, ob ihr jetzt eine Standbohrmaschine, einen Akkuschrauber oder sonst irgendwas verwendet. Alle Bohrmaschinen, auch wenn sie hier nur ein 10er Bohrfutter aufweisen, da passt das Ganze hier herein. Das heißt, wir brauchen hier nicht ein extra 13er Bohrfutter, braucht ihr euch also keine Gedanken machen. Nehmen wir hier die Schutzkappe ab. Schutzkappe finde ich auch immer ganz prima. Zum einen bleibt das Ganze dann schärfer. Vor allen Dingen, wenn wir das auch irgendwie mal auf der Werkbank liegen haben, trotzdem solltet ihr da immer die Schutzkappe draufziehen. Denn zum einen verletzt man sich dann nicht so leicht, weil die sind wirklich sehr scharf und sehr spitz, diese Holzbohrer. Und zum anderen ist es natürlich so, der Bohrer wird dann auch geschützt. Vor allen Dingen, wenn er auch mal runterrollen sollte oder sowas, dann fällt er mal irgendwo hin. Wenn er dann auf einen Steinboden oder sowas auftrifft, dann kann der Bohrer natürlich Schaden nehmen. Ich denke mal, bei so einem Set für 4 Euro ist das sicherlich zu verkraften. Ja, 4 Euro ist sowieso ein Preis, den man mal auseinandernehmen müsste. Zum einen werden viele sagen, na gut, das geht dann zulasten der Qualität. Kann ich so gar nicht bestätigen. Man kann natürlich auch andersrum argumentieren und dann sagen, naja, für 4 Euro, da kann ich nichts falsch machen. Selbst wenn mir dann ein Bohrer mal stumpf wird, dann schmeiße ich den halt weg. Der kostet dann, wie gesagt, ungefähr 70, 80 Cent. Der ist natürlich mal schneller weggeschmissen als jetzt ein Bohrer der großen Marken, der vielleicht um die 40 Euro kostet. Wie gesagt, es gibt für alles Freunde und Feinde. Was hier nicht so schön ist, seht ihr gleich hier die Hauptschneide. Die ist so ein bisschen, naja, möchte sagen, die ist nicht entgratet. Kann man auch nicht sagen, doch, die ist nicht entgratet. Also die ist nicht wirklich sauber gefertigt. Die hat auch so ein paar Löcher, die sieht nicht gerade aus. Ich halte da mal was anderes hinter.
Schauen wir mal, ob wir das so besser erkennen können. So sieht's aus. Also die Schneide ist jetzt nicht wirklich präzisionsgefertigt, wie wir das Ganze sehen. Wir haben hier eine Spitze, wie das bei Holzbohrern oder beziehungsweise bei Forstnerbohrern so gang und gäbe ist. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn ihr irgendwo was basteln wollt, vielleicht auch für Weihnachten Kerzenständer oder irgendwas und dann für die Kerze da dann ein Loch reinmachen wollt, dann ist es immer so, dass in der Mitte natürlich immer ein kleiner Punkt dann von dieser Spitze dann auch zurückbleibt. Das heißt, wir haben in der Mitte dann immer das Zentrierloch, was wir sehen. Bei manchen Bohrern ist das nicht ganz so ausgeprägt wie hier. Also das habe ich auch schon wesentlich kleiner gesehen. In der Regel ist es so, dass Holzbohrer immer ohne Zentrierspitze überhaupt nicht zurechtkommen, denn es besteht ja keine Seitenführung. Und da Holz ja ein sehr weiches Material ist, ist es so, dass wir auch keine Seitenführung durch das Loch selbst haben, sondern uns führen lassen über diese Zentrierspitze. Die Zentrierspitze gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausfertigungen. Manche haben da sogar eine Spirale eingefräst, dass das so funktioniert wie eine Schraube. Und dann zieht sich das Ganze natürlich schneller ins Holz. Will man bei Forstnerbohrern nicht unbedingt, weil man da mit Forstnerbohrern eigentlich seltener ein tiefes Loch machen möchte. Oder denkt zum Beispiel an einen Türspion oder so. Da wollt ihr nur einmal kurz durchbohren durch die Tür. Solltet ihr dann natürlich von beiden Seiten machen, damit euch das nicht ausfranst auf einer Seite. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen großen Balken oder sowas durchbohren wollen, da sind die Forstnerbohrer dann falsch. Da müsst ihr die Schlangenbohrer nehmen, habe ich auch ein Video zu gemacht, kann ich euch auch mal unten verlinken. Ja, nochmal zum Thema Spitze hier zurückzukommen. Es gibt auch Forstnerbohrer, die ohne Spitze auskommen, beziehungsweise ihr bohrt erst mit einer Spitze, entnehmt diese Spitze dann und dann könnt ihr einfach weiterbohren. Und der Bohrer wird dann über die Seiten weitergeführt. Das hat dann natürlich zum Vorteil, dass wir dann unten in unserer Aussparung tatsächlich eine glatte Oberfläche haben und nicht noch irgendwo einen Punkt von der Zentrierspitze dann sehen. Ich kann euch diese Bohrer dann auch mal unten verlinken, aber ich warne euch, die kosten dann ein Vielfaches von diesem Set natürlich. Aber manchmal lässt es sich natürlich nicht ganz vermeiden. Jetzt wird der eine oder andere hergehen und sagen, na gut, dann mache ich das eben, mache ich mein 30er Loch mit diesem Bohrer hier. Dann schleife ich die Spitze einfach weg und dann habe ich die gleiche Funktion. Könnt ihr alles machen, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann ist das sicherlich auch eine Idee. Ja, neben der Spitze hat der Bohrer natürlich auch noch andere technische Merkmale. Wir haben hier, wie wir eben schon drauf eingegangen sind, einmal die beiden Hauptschneiden bzw. Grundschneiden. Damit hebt der Bohrer dann den Span ab, man kann auch Spanabheber dazu sagen, und befördert den dann über diese Schnecke oder soll den über diese Schnecke dann natürlich nach draußen befördern. Bei Forstnerbohrern entstehen immer sehr große Späne. Ihr werdet das gleich nochmal im Einsatz sehen, wie sich das Ganze dann verhält. Worauf es natürlich auch ein bisschen drauf ankommt, sind hier diese Umlaufschneiden, so nennt man das Ganze. Das sind sogenannte Vorritzer. Die sollen das Holz dann an den Kanten so weit einritzen und die Fasern dort auftrennen, sodass wir hier tatsächlich einen sauberen Rand bekommen. Und in puncto Qualität gehen diese Bohrer dann natürlich entsprechend so weit auseinander, dass wir dann zum einen verschiedene Umlaufschneiden haben und zum anderen natürlich auch verschiedene Grundschneiden und nicht zuletzt auch im Spanabtransport. Das kann man alles nur ausprobieren für seine eigenen Zwecke. Deswegen sage ich jetzt, selbst wenn das hier 4 Euro sind, man kann da sicherlich nicht viel verkehrt machen, außer wenn die Bohrer sich jetzt komplett von Anfang an als stumpf erweisen würden oder hier unsaubere Schnitte machen würden. Dann wäre es natürlich rausgeschmissenes Geld. Aber ansonsten, ich bin einer, der auch mal sagt, naja, warum soll ich jetzt hier meinen 40 Euro teuren Bohrer nehmen für einen Loch, das ich vielleicht durch Teerpappe oder sowas in irgendeinem Gartenhäuschen machen muss oder sowas. Dann nehme ich dann lieber so einen Bohrer hier, den kann ich dann verranzen und im Zweifel dann auch entsorgen. Da tut das Ganze dann nicht so weh, aber er sollte zumindest so weit schneiden, dass wir unser gewünschtes Ergebnis dann auch hinbekommen. Schneiden ist jetzt natürlich das Thema, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, ich habe jetzt den 15er Bohrer hier mal eingespannt und werde jetzt hier mal in Fichtenholz, das ist ein ganz normaler 7x7 Zaunpfosten hier, werde ich mal hineinbohren. Das ist natürlich weich und sollte grundsätzlich kein Problem sein. Da gibt es höchstens dann Probleme am Rand, wenn die Fasern dort nicht ordentlich getrennt werden. Zur Bohrgeschwindigkeit kann ich sagen, bei dieser Größe sollte man eine möglichst geringe Bohrgeschwindigkeit wählen. Die liegt nach Tabelle bei etwa 300 bis 370 Umdrehungen pro Minute. Ich kann euch unten in der Videobeschreibung auch mal eine Tabelle verlinken, die da sehr hilfreich sein kann. Jetzt fangen wir aber mal an.
Ja, schauen wir uns die Löcher mal an. Ich bin ja hier von der kleinsten Größe bis hin zur größten Größe gegangen, habe jetzt alle mal ausprobiert und wir können tatsächlich hier auch sehen, auch am Rand ist das Ganze hier ordentlich geschnitten worden. Dadurch, dass sie hier in Längsholz reingehen, haben wir natürlich hier nicht unbedingt einen glatten Boden zu verzeichnen. Hier ist es ein bisschen ausgefranst, kann am Holz dann an der Stelle auch liegen. Die anderen Löcher sehen eigentlich sehr gut aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ihr seht natürlich unten in der Mitte das jeweilige Zentrierloch. Aber ich denke mal, die ging wirklich rein wie Butter. Ich musste nicht wirklich groß drücken, außer vielleicht bei den beiden größten Größen hier. Da muss man vielleicht ein bisschen stärker drücken, das ist logisch. Wir können jetzt mal einen Bohrer hier rausnehmen. Die sehen dann so aus und ihr seht schon, so ganz mit dem Spanabtransport funktioniert das hier nicht. Wir werden das gleich nochmal in Hartholz probieren. Bei Weichholz bzw. bei Nadelholz ist es ja so, da ist immer noch ein bisschen Harz und sowas mit drin und dadurch verklebt das natürlich etwas schneller. So sehen die jetzt aus. Sind immer noch sehr scharf. Wir haben jetzt auch nur ein Loch mitgebohrt. Das sollte man damit auch hinbekommen. Wir probieren jetzt einfach mal Hartholz und ich werde nochmal alle Größen jetzt durchgehen. So, ihr seht schon, so ist das Ergebnis geworden. Das ist also deutlich sauberer, auch hier am Boden. Das heißt, die Bodenschneide der Bohrer, die ist hier schon in Ordnung. Ich denke mal, das kann man hier wirklich annehmen. Das ist schön glatt, das Ganze. Ihr seht, der Vorritzer, wenn ihr an den Rand guckt, unten, da seht ihr, dass der Vorritzer tatsächlich auch so ein bisschen noch eintaucht. Wir haben hier natürlich auch ganz deutlich ein Loch. Also wenn das wirklich hier ein Kerzenständer oder was draus bauen, das ist übrigens hier Buche-Leimholz, dann habt ihr vielleicht das Problem, dass das dann nicht ganz so schön aussieht. Was man natürlich machen kann, vorher irgendwas in diesem gleichen Dekor, in der Größe mit einer Lochsäge vielleicht aussägen und dann hinterher in das Loch noch reinkleben. Dann habt ihr das Problem mit dem mittleren Loch dann auch Übergang. Oder ihr kauft euch dann tatsächlich noch die Forstner-Bohrer, wo man die Zentrierspitze dann auch entnehmen kann. Ja, wenn ihr da weitere Ideen dazu habt, wie ihr das Loch hier noch zubekommt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Das hilft natürlich auch der Community weiter. Ich denke mal, vom Ergebnis hier kann man wirklich sehr zufrieden sein. Das macht also wirklich hier einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Wir können jetzt nochmal Stirnholz probieren. Ihr seht schon, hier hat es einiges an Späne auch gegeben. So, das ist jetzt Eichenholz, einfach so eine kleine Baumscheibe. Da werden wir jetzt einfach mal reinbauen mit dem größten. Ihr seht schon, da hat er wirklich schon zu kämpfen. Aber das ist bei anderen Marken sicherlich auch so. Ihr seht auch schon das produzierte Mehl oder die produzierte Späne. Das ist jetzt wirklich ganz fein.
Also vom Schnittverhalten kann man da wirklich nichts sagen. Ihr seht, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel Druck oder ein bisschen zu schnell gestellt. Ganz leicht verkohlt ist es hier. Also wenn ihr das dann auch noch umgehen wollt, dann müsst ihr euch da wirklich bei Zeit lassen. Aber ich denke mal, vom Ergebnis kann man sich hier wirklich nicht beschweren. Wir haben alles geschafft. Wir haben Buchenholz geschafft. Wir haben Fichte geschafft. Wir haben sogar hier Eiche, trockene Eiche geschafft. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier gibt es hier tatsächlich überhaupt nichts zu mosern. Wer da jetzt noch anfängt, na, die sind vielleicht nicht langlebig genug oder sowas, stellt da entgegen dann einfach die Kosten, die ihr für ein namhaftes Set hier habt. Es gibt natürlich auch mittelpreisige Sets, kann ich euch auch mal unten verlinken. Wer da ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte und diesen günstigen hier vielleicht nicht über den Weg traut, trotz dessen, was wir hier jetzt alles gesehen haben, der kann dann natürlich auch zu etwas teureren Marken greifen. Aber ich denke mal, das Gezeigte hier ist für den normalen Heimwerkerbedarf mehr als ausreichend. Und wenn wir da die Kosten dagegen stellen, dann ist das wirklich überwältigend. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Bohrer vielleicht auch schon zu Hause habt. Die gab es ja, wie gesagt, auch schon etwas länger, auch mal ohne diese Plastikbox drumherum. Vielleicht hat ja da einer die schon etwas länger im Einsatz und kann dazu mal berichten, ob die scharf bleiben oder wie lange die gehalten haben oder ob die vielleicht sogar abgebrochen sind oder. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter, hatte ich schon gesagt. Also gebt da kräftig euren Senf mit dazu. Wem das Video hier gefallen hat, wen es vielleicht auf eine Idee gebracht hat, der lässt mir bitte einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Bleibt gesund, schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich sage erstmal bis dahin.